Bevor das eigentliche Video startet, habe ich kurz noch was zu sagen. Es handelt sich bei dem Video um ein kommentiertes Gameplay-Video zu einem Spiel, das im Zweiten Weltkrieg stattfindet, worin man den Verlauf der Geschichte selber beeinflussen kann. Daher ist es nicht zu vermeiden, Personen oder Fraktionen zu sehen, die für manche störend oder anstößig sein könnten. Jedwede meiner Kommentare oder Aussagen sind rein auf das Spiel zu beziehen und haben keinen Zusammenhang mit meiner Meinung außerhalb vom Spiel. Weder mit meiner politischen Meinung noch politischen Orientierung. Das sollte berücksichtigt werden, da alles hier sich rein auf das Spiel und dessen Gameplay bezieht. Das Video ist rein zu Unterhaltungszwecken gedacht und sollte auch nicht anders gesehen werden. Vielen Dank. Da das hier jetzt vor jedem Hearts of Iron 4 Video kommt und ihr das überspringen möchtet, solltet ihr einfach die nächsten 55 Sekunden überspringen. Dann kommt ihr direkt zum Video. Irgendjemand hat kapituliert. Ich habe keine Ahnung, was Sache ist. Ich weiß, was ich will. Das ist und zwar Weimarer Republik. Okay, warte. Und wir hätten Frankreich hätte ich gern noch. Und Tschechien. Marionette Tschechien. Satellite Österreich. Marionette. Freies Frankreich hätte ich gerne. Die. So, machen wir erstmal so. Tschechoslowakei soll natürlich ihr Land bekommen, welches ihnen gehört. So. Österreich soll Österreich bleiben. Deutschland gleich. Ihr sollt. Wow, 600 kostet mich das. So, ihr sollt aber noch dieses Stück bekommen. What the f... Wo ist denn das jetzt? Ich mag das System noch nicht ganz. Ein bisschen unübersichtlich immer. Wow, das ist auch teuer. So, wo bin ich? Elsass-Lothringen gehört schon wieder jemand. Super. Gehört Deutschland eigentlich. So, Sachsen. So kriege ich das so hin, wie ich will. Eine mächtige deutsche Marionette. Wunderbar. Bam. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Jetzt würde ich gerne. Belgien, Marionette. Katalonien, Marionette. Beenden. Katalonien darf sogar noch ein bisschen Boden haben. So, jetzt müssen wir mal kurz. Warum sollte ich Niederländisch-Indien zu einer Marionette machen? Ist mir doch egal. Aber die Niederlande finde ich gerade nicht da. Marionette. Wait, die muss ich jetzt. Noch ihr Boden wiedergeben. Das kostet ein bisschen mehr, okay. Ich würde es schön finden, wenn meine Sachen immer genau da sein, wo sie hingehören. Genau, so, so. Jetzt haben die das, so. Jetzt haben wir hier noch irgendwo euch. Bleibt mir nichts anderes übrig, außer ein paar Punkte da reinzuhauen, damit ich
die bei weitem mehr Boden geben kann. Satellit Niederländisch-Indien, machen wir dann einfach mal. England müssen wir nachher mal gucken. Jetzt machen wir erstmal hier weiter. Ah ja, hier unten habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe meinen treuen Verbündeten Italien ignoriert. Das ist Ungarn. Das ist Italien. Da hat sich gleich jemand Gibraltar gekrallt. Ist immer wieder lustig. Wir müssen mal jetzt wirklich riskieren, viele Punkte zu häufen, so. Damit haben wir euch auf unserer Seite. Das sind jetzt hier unten. Mexiko ist auch noch niemanden. Unter niemanden. Boah, ich kann nicht sprechen. Niemand gehört Mexiko aktuell. Schottland und Wales. Brauchen wir noch mehr Punkte für, okay. So. Wales. Auch immer ein sehr schön teures Land. Fangen wir jetzt mal mit Schottland an. Ich möchte nämlich, dass ihr noch bis nach da kommt. Kurz gucken, wie viele Punkte wir jetzt noch haben. So, jetzt nehmen wir wieder Wales. So, jetzt nehmen wir nochmal die letzten paar Punkte, das müsste reichen. Wo ist da? Gut, das heißt, das hier haben wir, Deutschland haben wir, Tschechien, Österreich haben wir, Ägypten, was auch immer damit passiert, ist mir egal. Fangen wir einfach mal an mit Weimarer Republik. Gut, wenn das sonst niemand möchte, dann kriegt das hier halt Katalonien langsam. Auch wenn es scheiße aussieht, wenn ich ganz ehrlich bin. Portugal? Warum nicht? Die schöne Volksrepublik Portugal hat sich's verdient. Okay, wer hat... Warte, wer hat... Spanien. Wo zum Teufel ist Spanien, Leute? Bin ich mal so großzügig? Finde ich nicht. Befreit. Das hier muss aber Spanien sein, oder? Uganda, ja. Ist ja klar, dass die das nicht sind, aber hä? Ist das? Okay, die kannte ich noch nicht, die Flagge Venezuela. Ja, nee, das ist Kolumbien.
aufschreiben lassen, schon mal. Dann halt so. Gut, das hätten wir, das hätten wir, das hätten wir. Gut, kümmern wir uns mal um Kanada. Eine Marionette gibt es dort bereits, okay. Britisch-Indien, Mexiko, da. Bäm, Mainz. So, und jetzt ist Mexiko Mainz und kriegt auch noch gleich das, das, das. Das geht natürlich noch nicht, aber gleich. Weil die Verbündeten von mir haben das Recht, auch mächtige Länder zu sein. So. Was ist nur mit... Ach komm, dann machen wir hier noch ein paar Marionetten. Wo wir noch welche machen können. Was ist... Das ist die Pariser Kommune. Das ist doch ein Joke. Okay. Der Rest interessiert mich eigentlich gar nicht. Wisst ihr was? Wir besetzen das ja. Einfach nur, um an dem Suezkanal dran zu sein. Italien, mein Leben haben wir. Oh mein Gott, haben wir hier viel Mist befreit. So viel, dass ich hier lange noch nicht mehr durchsteige. Wisst ihr was? Hier, Kanada, ich helfe euch mal. Weil es mir langsam total auf den Sack geht, die Welt so kaputt zu sehen. Bitteschön. Bam, Kanada. Ich habe Finnland richtig gemacht. Komm, hier Irland. Bam. Oh ja, hier Ägypten. Krieg noch den Rest hier unten. So. Südafrika ist Südafrika, mein Fehler. Hier gibt's nichts mehr. Nee. Da. Okay, was ist jetzt noch über? Da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts. Was zum Teufel sind... Okay. Wisst ihr was, ist mir egal. Das ist mir jetzt so egal. Ganz ehrlich, was jetzt hiermit ist, das muss jetzt für mich keine Rolle mehr spielen. Wir haben jetzt den Großteil verteilt, wir gucken uns gleich mal die Welt an. Denn wie immer Division und Co. Und dann nochmal sehen. So. Wir sind noch im Krieg, sehe ich gerade. Jetzt ist das hier... Die Sozialistische Republik Deutschland. Zu wem gehört ihr? Ja, ihr gehört zu der Vereinten Chinesischen Front. Ja, dann sieht jetzt ungefähr die Balkanföderation so aus.
An sich sind wir nur das hier. Aber haben diesen Rest erobert. Gut, den Krieg gegen China, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, den gewinnen wir. Und wenn wir dann gewonnen haben, wird halt, was wird genau alles aufgeteilt? Ja, eigentlich nur China. Das ist jetzt für uns uninteressant. Der Krieg ist zu Ende. Wir haben jetzt sozusagen die Welt hier. Oh. Wie habe ich das denn ernommen? Mein Fehler. Sagen wir es mal so, dieses Gebiet hier, was ich hier habe, gehört einfach zu Katalonien fertig. Dann hat man das so sich vorstellen können, dass hier oben ist hoffentlich eine Marionette von, ja natürlich, von der USA, war klar. So, das war dann unser Bulgarien-kommunistischer Run. Der lief doch ganz gut. Wir gehen jetzt nochmal wie immer einmal kurz die ganzen Generäle durch, die wir hatten. Die Feldmarschalle und Generäle. Damit man so ungefähr sieht, was sie so hatten an Late-Game-Werten. Wir gehen nochmal kurz die Marine durch. Die hat nicht sehr viel. Wir gehen nochmal kurz auch denn die Wege durch, die wir hatten, so für die Skillung. Zum Beispiel hier bei der Langdoktrin, bei der Marinedoktrin und bei der Luftdoktrin. Wir haben halt viel jetzt zu Ende mit der Luftwaffe ja gearbeitet, wie man sieht. Die leichte Marine hat auch noch hier geholfen. Die Templates waren eigentlich reine Infanterie, reine Kavallerie und dann dieses Test-Template lief gut. Und damit sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn wir was anderes spielen. Oder ein anderes Land. Als nächstes steht ja die Türkei an, dann noch ein Spanien-Run, ein Mexiko-Run und ein Portugal-Run. Und dann sehen wir uns wieder. Euer Remske, haut rein.